Ah, fang, geht schon los? Geht schon los? Ja. Geht schon los? Ja. Okay. Der David hebt jetzt noch. Dann begrüße ich euch mal ganz leise. Und wir möchten den David nicht stören. Er hat jetzt 140 Kilo drauf beim superschnellen Deadlift. Wir wollen heute was richtig Verrücktes machen. Ich fühle mich inspiriert von einem Dimitri Glukhov, der in Gewichtheberkreisen gewisse Komplexe ausgearbeitet hat. Komplexe sind jetzt zum Beispiel, man nimmt sie 140 Kilo, man deadliftet sie, dann rudert man sie, dann setzt man sie um, dann macht man eine Frontkniebeuge und stößt sie dann aus oder drückt zuerst und dann stößt man sie mit Beinen aus. Was wir jetzt aber machen werden, wir werden einen Komplex ausarbeiten für euch, für die Strongman-Welt mit Atlas Stones. Also das wird nicht so komplex wie im olympischen Gewichtheben. Wir werden euch das zeigen und es ist wieder Neuland für uns. Aber da ja immer mehr Athleten in Deutschland Zugang haben zu Atlas Stones oder Athletinnen, wollen wir da auch in Zukunft ein Ranking machen, wer den schwersten, nennen wir es mal Kohlrus-Komplex, ne? Wer den schwersten Kohlrus-Komplex ins Leben rufen kann. Der Komplex sieht immer gleich aus, den führen wir euch jetzt vor. Ich selber weiß noch nicht, wie weit ich gehen kann mit den Gewichten. Und ich sehe, der Kameramann der guckt schon wieder und fragt sich, Komplex, was? Was hast du vorhin gesagt? Behinderung oder Komplex oder irgendein psychischer Komplex oder irgendwas? Oder was sagst du dazu, Marcel? Hört sich halt schon komisch an, ne? Ja, aber ich habe mir jetzt überlegt, da ja schon viele den Marcel kennen von der FIBO und alles, ne, wird er heute mitmachen. Ja, und der Marcel wiegt, glaube ich, genau 100 Kilo weniger wie ich, dass ihr auch mal sehen könnt, dass man als recht leichter Mann auch ein paar Gewichte bewegen kann, weil der Marcel hat schon mal kalt in Jeans 200 gezogen, ne? Auf dem Seminar, wo alle dann, how is this possible? Und deswegen macht der Marcel heute mit und der David steht auch schon hinten dran, er wird ab und zu die Kamera heben. Und wir haben eure Kommentare zu Herzen genommen, wir werden das alles jetzt ein bisschen lockerer gestalten, ein bisschen humorvoller, aber auch mit Inhalt. Ich glaube, kann ich den Ball so... Klar, mit der Kugel. Ich, mit dem Fußball kann ich das. Ich war richtig gut. So. Mit dem Fußball, aber ja, so keine 60 Kilo. So Ronaldo-Tricks und so habe ich alles drauf gehabt. Bring mir einen Fußball, ich sag das. Ja, film drauf. Film voll drauf und dann hat er noch My Protein zu helfen. Oh. Oh. Oh, da wird der Stefan wieder. Da wird wieder der, mein Lieblings-Stefan wieder hier. Der findet das auch geil, wenn ich ihn erwähne in den Videos. Da kriege ich immer so ein, eine Sonne ins Fleißheftchen, wenn ich einen Stefan erwähne. Aber jetzt der Komplex. Also ich fange an mit 60 Kilo. Also der Plan ist für diesen Komplex, dass man den Stone einmal rudert zum Bauch, dann ablässt, aber die Kugel nicht auf den Boden lässt. Dann setzt man die Kugel um, einmal auf die rechte Seite. Dann macht man eine Kniebeuge, kommt wieder hoch und dann rollt man die Kugel auf die linke Seite und macht ebenfalls eine Kniebeuge. Und dann geht man mit der Kugel wieder runter. Und wenn man dann wieder anfängt zu rudern, ist es dann der zweite Rap. Und das ist dieser Komplex. David, was sagst du dazu? Klingt spannend. Das klingt spannend. Ich frage mich, wie weit du hochkommst zum Gewicht. Mit der 140er. Ich sag den Leuten noch, dass kein Techie erlaubt ist. Kein Techie erlaubt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Es ist kein Techie erlaubt. Es ist höchstens, Achtung, ich zeige euch jetzt, was erlaubt ist. Gehen wir mal weg da. Das hier ist erlaubt. So. Marcel, der Herr in der Kamera. Möchte ich später noch zu dem Herrn was sagen oder. Ich habe eine Idee, was wir für ihn Gutes machen können. Ne? Er ist ja der fleißige Kameramann und hört sich auch mal belohnt. Aber erst wenn er ein paar Lifts macht, wird er belohnt. Also ich mache den jetzt einmal vor. Mit 60 Kilo müsste das noch gehen. Also, einmal rudern. Umsetzen. Also folgendes Problem, ihr habt es wahrscheinlich jetzt gesehen, rechts war die Kniebeuge richtig gut, links eher bescheiden. Ich bin so ein Mensch, ich bin Rechtshänder,
Und bei mir ist die linke Seite absolut Game Over. Also es gibt ja Menschen, die ja fast gleich sind vom Gefühl her. Bei mir ist das krasse Gegenteil. Rechts, sehr feinfühlig. Ja, ich habe mal versucht, mit dem linken Fuß zu bremsen. Marcel, hast du schon mal probiert im Auto? Ey, es war grauenhaft. Oh ja. Es war grauenhaft. Ich war fast mit dem Gesicht an der Scheibe. Deswegen, ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks, dass man das irgendwie ändern kann. Irgendwie alles ab sofort mit links machen. Aber jetzt muss der Marcel, komm, ich nehme die Kamera, jetzt machst du den Lift. So, Marcel. Darf ich? Ja, ja, so, ja, Rekord läuft. Also, rudern. Ja. So, hoch. Ja. So, Konzentration. Super. Ich hab da halt kein Fleisch, wo die Kugel auflegen kann. Ja, ja. Ist das so okay? Ja, so. Noch mal, mach mal einen sauberen, mach mal einen schönen sauberen Satz hier. Und nicht so hektisch, wir sind immer so ein hektischer Flug. Achso, halt runter. Ja. So, gell. Jetzt umsetzen. Schultern. So, jetzt Konzentration. Biceps richtig raus hier. Jawohl. Aha. Ja, ich kipp halt immer. Ja, du musst dich hinter das Ohrläppchen nehmen. Hinter, genau, und dann richtig Kopf gegen drücken und Hand gegen drücken. Easy, komm. Ja, jetzt. Jetzt, ja. Super. Der war so geht gut. Das viel einfacher. Ach, echt? Ja. Ich bin der Schlauberger. Jetzt kannst du ablassen. Ich ruder trotzdem nochmal, damit ich mehr gemacht habe. Ha. Ja, aber du bist jetzt auf die 80er. Ach, scheiße. Ja. Jetzt kommt die 80 Kilo. Da haben wir sie. Ich dachte, ich muss nur die 60er machen. Nö. Willst du nicht vormachen, wie es ja, geht? Ja, ich muss jetzt wieder vormachen. Ach gut. Ja, cool. Fratz, willst du da auch einen probieren? So, wir sind jetzt bei 80 Kilo. Links wird schwer. Absolut vom Gefühl her ist es recht komisch. Probiert's aus. Oh. Okay, Fratz, komm. Fratz, los. Mach aber gleich die 80er, dann hast du noch mehr Kraft. Mhm. Ich kenne mich nämlich aus mit Kraftsport, ich weiß genau, wie es läuft. Und hoch. Jawohl. Der hat halt Power. Schön langsam. Schön langsam. Hals im Schwerpunkt. Jawohl. Jawohl. Oh, leck. Die Balance ist krank. Das ist die Balance, gell? Rechts geht's bei mir, aber links ist Katastrophe. Rechts habe ich das Gefühl, ich könnte den Fibos down. Den Fibos down. Schultern. Marcel, hilft nichts. Du bist dran. Nimm die Kamera. Versuch nicht so zu zittern, gell? Ganz ruhig. So voll die professionelle Aufnahme werden. Marcel, der geht. Jawohl. Und holst du. Jetzt schön langsam. Pack zu, drück den Kopf gegen. Ja. Easy, komm. Super. Ist das ein Abfuck? Komm. Hör die Hand, hör die Hand, hör die Hand. Geh mit der Hüfte nach links, geh mit der Hüfte nach links. So, ja. Dass er schön am Hals liegt. Jetzt liegt er schön. Komm, ja. Spannung, Spannung. Der war eng, der war eng. Der war eng. Ist schon schwer. Bisschen. Schwer, gell? Das ist die Balance. Das Problem ist, keiner macht Squats mit Stones. Ne? Nee. Ich mach nicht mal Squats. Ich mach nicht mal Squats. Aber gut. Hätte schon am Anfang noch rudern müssen. Stimmt, ich hab gleich hoch, gell? Ich hab 100 Kilo, das wird jetzt schon böse. Ja, ich glaube auch. 100 Kilo wird böse. Das Berzen gut. Das Berzen gut. Das Berzen gut. Kannst du mit deinem Handy über ihn drüber filmen? Dass ich nach dem Lift hab.
für meine Social Media. Instagram. Ja, wer mir im Social Media Bereich noch nicht folgt, ja, gell, bitte folgen. Wie heißt ich? Dennis Kohlroos Official. Aber ihr wisst ja sowieso schon alle. Das Berzenbrühl. Warte kurz, ich muss die Hose hochmachen. Der Rock der Macht. Eigentlich müsstest du ein Kilt anziehen, ne? Liegt der Stone weiter hinter der Schulter. Links habe ich die Mobilität nicht. Oh. So Marcel, ich würde sagen, du machst nochmal die 80. Und wenn du sie schaffst, gibt es für dich die maximale Code-Bewerbung. Obwohl du noch keinen Code hast, aber du wirst du kriegen. Playmobil 10. Also, an alle da draußen, für unseren Marcel und unseren Kameramann. Was haltet ihr davon, wenn ihr einen Rabattcode bekommt? Weil er filmt die ganze Scheiße für euch. Er schneidet alles in mühsamer Arbeit zusammen nachts. Und da finde ich, wir sollten ihn ein bisschen unterstützen. Derjenige, was denkt, meine Idee ist cool, bitte in die Kommentare runterschreiben. Ja, bitte, für einen Marcel muss es ein Code sein. Playmobil 10 ist zu, was sagt man, Insider-Joke-mäßig. Und wenn er den Lift macht mit der 80 Kilo, na, da 15 Sekunden Zeit für die maximale Code-Bewerbung. Komm, ich bin so ein richtiger Scorsese. Ich bin so ein richtiger Roland Emmerich. Guckst du, bist du bereit? Was machst du? Was macht er? So Marcel, die Zeit ist bereit für Ruhm und Ehre. Nein? Doch. 80 Kilo kommen für die maximale Kurbelwerbung. Lass dir Zeit. Ja, aber so viel Kraft habe ich gar nicht für Zeit. Ich muss schnell machen. Ja, dann mach schnell. Rudern. Und jetzt. Ja! Ja! Komm. Komm jetzt. Mach mal schöne Beuge jetzt. Komm. Kopf drücken. Kopf dagegen drücken. Und hoch. Oh, leicht. Und rum mit dem Ding. Nach hinten lehnen. Komm, Arm hoch. Mach den Arm hoch, den linken, um die Kugel rum. Jetzt die Hüfte ein bisschen nach links. Komm Marcel. Das schaffst du, Kopf gegen und drück, drück, drück und hoch. Ich finde, das kann man los, 15 Sekunden aus Zeit. Los, bewerb den Code. Ja, Leute. Kauft alles Mögliche mit Foto 10, damit der arme Fotograf mal was zu essen hat. Was, Foto 10? Ja, Foto 10 ist nämlich viel cooler. Okay. Und ich muss in Norwegen, in Dennis sein Zimmer, wenn er den ganzen Abend rumfurzt, ja, mit ihm verbringen. Deshalb unterstütze mich bitte. Ja, dass er sich vielleicht ein eigenes Zimmer bucht. Dann kann ich mir mal wieder ein eigenes Zimmer kaufen. Foto 10 gefällt dir. Foto 10 ist voll cool. Alles klar, ja, dann nehmen wir Foto 10. Oh, wir haben nicht auf Record gedrückt. Leck mich, Hammer. Nee, doch. Nee, da läuft, nee, ohne Scheiße. Da steht Rec. Nein. Da steht Dreck. Ja, ich muss nur fahren. Fix. Unfassbar. Oh, so richtiger YouTube-Content wieder. Ja, Booties klatschen. Booties klatschen, genau. Das ist der Fibostein. Das ist der Fibostein, der so richtig schön glatt ist vom Schweiße der Deutschen. Ja, und wenn du das schaffst, darfst du danach maximale Codebewerbung machen. Geht das? Zweimal in einem Video. Oh nee, dann bestellen die nicht mit meinem Code, den ich gar nicht hab. Doch, doch, der Stefan, der richtet den ein. Aufgrund dieses Videos. Ich sehe schon die Kommentare. Ich habe letztens was bestellt, habe Foto 10 eingegeben. Und ich habe mehr bezahlt. Ich habe mehr bezahlt. Was soll ich nur tun? Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich den so, wie er sich anfühlt. Der hübsche Dinger. Es ist jetzt ein 35 Kilo Increase.
Wir haben leider keine leichteren Steine, also zwischen 100 und 135. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's hart. Easy. Gleichgewicht oder schon zu schwer? Er wird vom Körper so groß, dass die kleinste Bewegung mit der Hüfte nach hinten oder nach vorne schiebt er die raus, aber wir probieren es gleich nochmal. Das Schöne ist, diesen Komplex können jetzt auch, ich sage jetzt mal echt etwas schwächere Leute trainieren oder Anfänger, weil da muss man nicht unbedingt einen 120 Kilo Atlasstone haben, wie ihr es bei Marcel gesehen habt. 60, 80 Kilo ist da schon fordernd, weil in diesem Komplex geht es um Körperstabilität, Körperbeherrschung vor allem, Balance. Das ist auch ein wichtiger Punkt im Strongman. Man muss nicht nur stark sein, sondern man muss auch den Körper beherrschen können in Extremsituationen wie jetzt hier. Also jetzt habe ich die 135 umgesetzt und hat mich total, ich war vom Gefühl her überfordert. Aber wir tasten uns jetzt daran. Stimmt's, Marcel? Ja. Ach, das muss doch jetzt wieder nicht sein. Zuckerle beim Training filmen. Ah ja, Türkei war gut. Türkei-Wettkampf wurde Zweiter. Gibt's leider kein Video. Marcel war zu Hause. Warum eigentlich? Ich hatte kein Geld zum Mitgehen. Unterstützt mich. Ach, du Scheiße. Ja, aber sowas zum Beispiel, für das ist der Code auch da. Dass ich Marcel mitnehmen kann. Weil die Champions League bezahlt halt nur mich. Bezahlt mir kein Kameramann für die Trips. Und ja, sag mal, wie es für Norwegen war. Du hast das aus deiner Tasche bezahlt. Ja, genau. Für Norwegen habe ich es halt aus meiner Tasche bezahlt. Es ist ein super langes Video geworden von 1,5 Stunden. Habe ich ja gesagt, nehmt euch Popcorn, hockt euch hin, guckt es euch an. Sehr gut angekommen, das Video, also auch für die Zukunft. Entweder über meinen Code mit GOTS10 oder über Marcel seinen Code, der jetzt in naher Zukunft rauskommt mit Foto10. Und dann nehme ich den Marcel immer mit. Weil in der Türkei hat mir ein bisschen das Herz geblutet, dass er nicht dabei war. Weil es war super aufregend, super schöne Kulisse. Also da hätte da einige auch lustige Szenen. So an der Bar und so, Marcel, die waren halt alle betrunken. Jetzt wieder für Sachen filmen. Pfui, Deibel, hättest du wieder Sachen gesehen, du. Ekelhaft. Ekelhaft. Nee, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Das mache ich immer gerne auf Seminaren, ne? So die letzten 15 Minuten so. Wird ein bisschen geschwätzt, wenn die Kameras aus sind, aber ja. Cola, du? Nee, heute ist Strip-Shop. Ist das frisch gewaschen? Ja, jetzt ist es frisch gewaschen. So, also Problem bei dem Stone ist die Größe. Weil sobald du mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne kippst, ne? Easy, geh langsam runter. Ja, ja. Easy. Zerstört dir die Schulter. Der drückt viel zu sehr auf dir. Boah. Ja, leck mich am Arsch. Nee, es ging mit den Beinen, es ging alles. Bloß er hat hier voll auf den Delta drauf gedrückt, das war eine höllische Schmerz. Ich glaube, wenn ihr 135 Kilo einfach so auf einer Schulter liegen, ich glaube, jemand sagt es halt auch. So, Freunde, ich glaube, den Lift habt ihr jetzt auch gesehen mit den 135 Kilo, das lässt er wahrscheinlich drin. Der liebe Marcel, um mich wieder zu provozieren. Fassen wir zusammen, was ist passiert. Also, dieser Komplex, der ist für euch, der ist nicht nur für mich, der ist für euch alle. Wer Zugang zu Atlasstones hat, bitte probieren, bitte filmen. Dann geht ihr in die God's Rage Army, Facebook. Und bitte, 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 wenn ihr dort eine Anfrage stellt, um dort aufgenommen zu werden, beantwortet die Fragen. Schreibt nicht nur Mist rein, schreibt was Süßes rein. Da wird wahrscheinlich gefragt, wo habt ihr von uns erfahren oder irgendwelche mittelalterlichen Dinge werden gefragt. Beantwortet es einfach. Das wäre sehr gut, also für uns, um weiterhin da tolle Sachen zu machen. God's Rage Army, filmt eure Lifts, ladet sie hoch, für Ruhm und Ehre. Und ich bin gespannt, was ihr so auf die Kette bekommt mit den Stones. Dann haben wir einmal den Marcel mit seinem neuen Code. Wir müssen meinen Lieblings-Stefan noch überzeugen, dass er diesen Code etabliert. Marcel, was haben wir noch? Die Burg steht an im August, ne? Da sind wir eifrig am Plan. Wir werden die Burg wahrscheinlich für einen späteren Zeitpunkt auch noch mal mieten. Für einen Wettkampf auf sehr hohem Niveau. Vielleicht so ein King of Overhead. Drei schnucklige Disziplinen. Log, Block Press, Dumbbell oder andere verrückte Überkopf. Also der King of Overhead wird dann gesucht. Das ist aber alles noch in Planung. Also noch nicht ausflippen. Ja, Marcels Code. Mein Code. Ich habe es mit 135 Kilo Stone probiert. Ist almost impossible. Wenn es irgendjemand von euch schafft,
dann packe ich meine Sachen und ziehe den Hut. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Es hat wieder einen Höllenspaß gemacht, dieser locker von der Seele wegredenden YouTube-Content zu schaffen. Sagt man doch so, oder? Ist gut, gell? Ich bin voll kreativ heute. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmals. Euer Dennis. Drückt die Glocke, verteilt es, liked es oder hasst es oder Daumen hoch oder Daumen runter. Für die gepflegte Kraftsportunterhaltung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das mache ich so, gell? So. So richtig.